Hallo liebe Jugendliche, hier ist Weihbischof Christoph Hegger aus Münster. Ich grüße euch ganz herzlich. Ja, in dieser Zeit der Corona-Epidemie ist so ziemlich das öffentliche Leben lahmgelegt. Viele von euch bereiten sich auf die Firmung vor oder konnten jetzt nicht gefirmt werden. Die Vorbereitungen sind unterbrochen und ihr sitzt zu Hause, könnt nicht zur Schule gehen, die Sportvereine sind zu und jetzt steht ihr da und fragt euch vielleicht, was mache ich jetzt? Und das gilt für uns alle. Wir alle sind so ein bisschen darauf getrimmt, jetzt zu Hause zu bleiben. Aber das heißt nicht, dass wir ohne Kontakt bleiben. Wir stehen immer in Kontakt mit Gott, denn Jesus sagt ja, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und das heißt für uns ganz persönlich, für jeden von uns, dass wir vielleicht einfach mal eine Kerze anzünden und beten, ein Gebet sprechen und wissen, Jesus ist da, auch jetzt in deinem Leben und in meinem Leben. Und wir können uns miteinander vernetzen durch die digitalen Medien, wir können einander anrufen, wir können durch irgendwelche Programme miteinander verbunden bleiben. Zum Beispiel die Jugendkirche in Münster macht auf Instagram ein tolles Programm. Da könnt ihr euch einklinken, einen interaktiven Kreuzweg zum Beispiel. Oder Ask the Bishop, auch eine Initiative über Instagram. Und da könnt ihr einfach dem Bischof Fragen stellen. Er beantwortet diese Fragen. Ich denke ganz besonders an euch in dieser Zeit und ich wünsche euch, dass ihr den Mut nicht verliert und mit viel Fantasie einfach schaut, wie könnt ihr die Botschaft Jesu heute umsetzen. Die Botschaft, die im Zentrum die Aussage hat, liebt einander, sagt Jesus, wie ich euch geliebt habe. Also auf fantasiereiche Weise schauen, wo sind Menschen, die unsere Hilfe brauchen? Wo braucht jemand meinen Anruf? Wem könnte ich einen Brief schreiben? Wo sind alte Menschen? Da gibt es ja schon viele Initiativen, die ich vielleicht besuchen kann, für die ich einkaufen kann. Oder die vielleicht einfach mal einen Zuspruch brauchen. Eure Fantasie geht euch sicher nicht aus. Trotz Corona. Euch alles Gute. Ich bete für euch. Und Gottes Segen. Ciao.